Die Quernst hat für Bürgermeisterkandidat Hans-Werner Bremmer eine besondere Bedeutung. Sie ist ein Teil seiner heimatlichen Identität und er war Gründungsmitglied des Vereins Freunde der Quernst. So, Hans-Werner. Ja, Lampe ist an. Alles an. Die Kameralampe ist an. Die Kamera auch. sollte eigentlich schon viel früher sein. Ist auf der Quernst zum Teil nicht optimal gewesen. Deswegen machen wir das heute kurz vor der Wahl. Ist auch nicht ganz so verkehrt. Es war inzwischen das Forum. Das heißt, alle vier Kandidaten konnten sich vorstellen. Viel passiert, ja. Ist viel passiert in der Zeit. Viel Orts begegne. Beeindruckend war natürlich, dass ihr bei dem Forum schärfste Konkurrenten euch gegenseitig die auch hier in Frankenau als Tipp gehandelt werden, nämlich Manuel Steiner und du für den kommenden Bürgermeister. Nichtsdestotrotz, so ein paar Dinge sind ja dann doch, die man bei einem Kandidaten vielleicht noch mal vertiefen muss. Du kommst hier aus der Region? Ja, verwurzelt in Altenlothar. Du bist ein Kind der Region. Du bist auch in der Region fest verwurzelt, einmal arbeitsmäßig, familiär, aber auch natürlich über ehrenamtliche Tätigkeiten wie Vereine, Chormusik, schon sehr, sehr lange, 97, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in der Kommunalpolitik. Und seit der letzten Kommunalwahl Stadtverordnetenvorsteher. Genau. Also quasi der Präsi des Parlaments. So ist das, ja. Ja, des Parlaments. Und jetzt auf dem Sprung in das Bürgermeisteramt. Und wer antritt, will gewinnen. Ne? So sieht das aus, genau. Dabei sein ist alles, gilt eigentlich immer für den Tross bei Olympia. Die Sportler, die da antreten, wollen alle gewinnen. Also so sieht das eben auch bei dir aus. Jetzt ist es so, du bist kein Beamter, Nein. du bist kein Rentner, auch nicht. Du bist kein Rechtsanwalt, also selbstständig. das ist dann ja eine heiße Kiste, so ein Wahlkampf. Ne? Ja klar, aber an der Arbeit erst alles besprochen mit der Chefin, dass mir da keine Nachteile daraus erwachsen, wenn ich kandidiere. Ja. Falls ich es nicht schaffen sollte. Freizeitmäßig, also in Anführungsstrichen, die ist ja dann seit Bekanntgabe der Kandidatur deutlich geschmolzen, denn das sind neben den kommunalamtlichen Tätigkeiten als Ortsvorsteher die Ortsbegänge, die Gespräche mit potenziellen Wählerinnen und Wählern, das Aktivieren vom brachliegenden Wahlkapital. Das ist schon sehr aufwendig. Ne? Das ist eine spannende Zeit, ist zum Teil anstrengend. Ja. Die Zeit vergeht wie im Flug, aber macht auch Spaß. Hast du das so eingeschätzt, dass der Wahlkampf doch so spannend und aufwendig wird? Ganz ehrlich, nein. Nein. Da habe ich mich noch nie so intensiv mit beschäftigt, aber jetzt erlebe ich das ja halt. Ja. Und aber es ist auch eine Erfahrung, die man gerne mitnimmt. Man lernt viele Menschen kennen. Es gehen Türen auf, die wären sonst nicht aufgegangen. Ja, man lernt auch viele Menschen kennen und unterschiedliche Menschen. Im Besonderen hier, man sagt Altenlothheim, der größte Stadtteil, Frankenau selber. Du hast jetzt einige Unternehmen besucht, unter anderem Ökohaus Wolf und Begado. Und einer deiner Programme ist ja auch Wirtschaftsförderung. Wir müssen alles daran tun, dass wir den Unternehmen die besten Möglichkeiten bieten. Die Infrastruktur muss intakt sein. Das ist natürlich jetzt, ich sag mal, in einer kleinen Stadt im großen Wald auch eine besondere Herausforderung. Denn Bauplätze sind rar, gerade Industrie- oder Gewerbebauplätze. Ich sag mal, hier Altenlothheim, Slorfetal hoch, ist Überflutungsgebiet, potenzielles, da kann man nicht unbedingt erweitern. Dasselbe ist, Frankenau ist umzingelt von Naturpark und Nationalpark. Das heißt, da muss man schon den Grips ein bisschen anstrengen, um hier
Unternehmen zu halten bzw. neue anzusiedeln oder Wachstum. Ja, man muss nach Möglichkeiten suchen, ja, und das optimal ausschöpfen. Ja, aber das ist gewisse Vorkehrungen, die man treffen muss, aber man soll es versuchen. Also kann jetzt sagen, nein, um Gottes Willen. Ja, aber es ist nicht so ganz einfach. Nein. Ne? Weil natürlich auch andere Kommunen dann um Arbeitgeber, um Gewerbebetriebe buhlen und Konditionen bieten, wo man selber sagt, naja, das müssen wir uns doch mal überlegen, ob wir da mithalten wollen. Ja, wir müssen unsere Kleinbetriebe, unsere Handwerksbetriebe, ja, fördern. Das lassen wir gerade, wir sind auf dem Land, in Deutz passieren. Da ist der Volker. Der weiß schon, warum man einen Gehörschutz auf hat. ein großer Brocken bei uns, das wird immer wieder betont, das betonst du auch, das betonen auch die anderen Kandidaten, ist Tourismus natürlich. Das ist unser Wirtschaftsfaktor. Hier neben den zwei Großbetrieben und den vielen Handwerksbetrieben ist das der einzige Wirtschaftsfaktor, den wir haben. Ne? Das sollte man nicht unterschätzen. Die Touristen bringen Geld nach Frankenau, um das mal auf den Punkt zu bringen. Ja, aber es sind in der Regel Tagestouristen, ausgenommen ist das Feriendorf. Ja, das sind dann meistens eine Woche da oder 14 Tage. Und trotzdem gibt es im Tourismus doch ein deutliches Verbesserungspotenzial. Siehst du das auch so? Ja, wir müssen die Möglichkeiten anpassen zu den Möglichkeiten im Nationalpark. Das heißt, für Wanderer was schaffen, für E-Biker was schaffen. Ja. Da fehlt uns noch ein bisschen die Möglichkeit von der Einübernachtung, Zweiübernachtung, Einkehr. Ja. Das haben wir nicht. Ja. Ich habe jetzt letzten Samstag rein zufällig, waren die hessischen Biotage. Mhm. Und dann da ging auch eine gefahren mit dem Planwagen vom Eicho, vom Ralf Finke, ja, eine Tour ein bisschen durch Frankenau. Du standst zu dem Zeitpunkt am Marktplatz, da sind wir aber nicht vorbeigekommen. Das ist schade. Ja, aber hinten die Geflügelzuchtanlage besichtigt, dann hoch zum Mittelberg und dann durch die Rembach, also dieses, da merkst du, ich komme aus der Gegend, die Rembach, nicht der Rembach, wieder runter, zurück zur Kellerwaldhalle. Das könnte man ja nun touristisch neben den Planwagenfahrten Nationalpark und Naturpark, könnte man das doch touristisch auch vermarkten, zusammen zum Beispiel mit dem Eichhof. Da haben wir die Möglichkeiten, die Geflügelzüchter haben es ja vor Jahren schon gemacht, dass die Treffen organisieren für den Bundesverband in Frankenau selbst. Ja. Dann kommen die Leute hierher, sehen die Möglichkeiten und kommen dann auch wieder mit dem Wunsch, kleine Urlaubstage und kleine Urlaubszeiten hier zu verbringen. Ein Punkt, den nicht nur Touristen, sondern auch Einheimische immer bemängeln, ist natürlich die touristische Infrastruktur. Sprich, das Feierabendbier, die Tasse Kaffee unterwegs, die Bratwurst nach dem Wandertag. Da ist noch ein deutliches Verbesserungspotenzial. Ja, wenn du Pech hast, bist du hier als Wanderer unterwegs, gehst dir nachmittags durch, kannst du nirgendwo einkehren. Das ist so. Und da müssen wir mit den Betreibern sprechen, was wir für Möglichkeiten aufzeigen können. Denn ohne Einkehrmöglichkeiten können wir die Touristen nicht für unsere Heimat. Ja, vor allen Dingen ist das, ich sag mal, Tourismus lebt auch so ein bisschen von Mund-zu-Mund-Propaganda. Und wenn Wanderer sagen, die ja oft sehr gut vernetzt sind, da brauchst du nicht hinzugehen oder du musst 20 Kilo Marschgepäck mit Verpflegung mitschleppen, ach nee, dann geh mal lieber da und da hin. Also da ist aber am schnellsten nachzuholen, oder? Ja, generell wäre das schön, aber Unternehmen werden wir nicht so schnell finden. Aber vielleicht kann es ja damit losgehen, dass wir einfach bei uns hier zum Beispiel in Altenotheim an der Festscheune einen Getränkeautomaten hinstellen, dass Wanderer, wenn die dort ankommen, sich zumindest eine Flasche Wasser ziehen können, ja, oder ein Getränk als Kleinigkeit. Nur. Als Kleinigkeit. Oder verschiedene Möglichkeiten. Wir haben ja in den Frankenau vielleicht sowas auch aufzustellen, wenn ich da sehe. Der Metzger Werner hat seinen Automat. Ja. Fleisch und Wurst, ja, die wird sehr, sehr gut angenommen. Ja. In Holzhausen-Hatzfeld, Hatzfeld-Holzhausen, sind junge Unternehmerinnen draufgekommen, einen Foodtruck an den Radweg zu stellen. Nun haben wir den schönen Parkplatz unten am Feriendorf. Ja. Wir haben den wirklich großen Parkplatz an der Kellerwaldhalle, der außer der Arche nichts zu bieten hat. Ist das eine Möglichkeit, hier Start-ups zu motivieren? Da muss man oder ein Metzger, eine Gaststätte zu sagen, pass mal auf, du musst da nicht den ganzen Tag stehen, aber es reicht, wäre schön, wenn du von Samstagmittag und Sonntagmittag mal da stehst oder so. Ja, da kann man vielleicht auch mit den Rangern mal Erfahrungen austauschen, wann da die hochfrequentierteste Zeit ist. Wann sind die meisten Leute da unterwegs? Ja. Und da muss man es einfach probieren. Und da würde ein Bürgermeister
unterstützen. Das ist ja dann, wir sind ja in Deutschland, das heißt, ich kann nicht einfach da mit dem Imbisswagen hinfahren, dass man da möglichst schnell, unbürokratisch die Genehmigungen bekommt, Stellplatz und so weiter. Das auf jeden Fall. Aber man muss die Idee, den Impuls setzen, man muss jemanden finden, der sagt, okay, ich probiere das. Ja. Und dann soll man da nicht unnötig Hürden aufbauen. Vereinsförderung war ein Thema im Forum. Ja. Noch fördert die Stadt Frankenau nicht flächendeckend die Vereine, sondern nach Bedarf. Nun ist Vereinsförderung eine ganz wichtige Geschichte, aber es kostet auch Geld. Das heißt, die Vereine haben natürlich oft sehr viele und viel große Wünsche, aber das Ehrenamt, das ist doch ein Träger unserer Gesellschaft. Du bist ja selber ehrenamtlich in vielen Bereichen tätig, ist ein Leistungsträger unserer Gesellschaft hier für die Kultur, für das soziale Zusammenleben, ja, für die Dörfer. Oft geht das da gar nicht um finanzielle Sachen, sondern einfach nur um Anerkennung und Lob. Manche Leute im Verein hören dann gefrustet auf, wenn sie keine Unterstützung von den Vereinsmitgliedern kriegen und da immer da unnötige Steine in den Weg geworfen bekommen. Es liegt nicht nur am Geld, es liegt das drumherum, die Motivation zu schaffen, dass die Leute sagen, ich mache das gerne mehr für meinen Verein. Ja gut, es gibt ja die Ehrenamtskarten. Nun sage ich mal, wie du jetzt als Chorleiter von einigen Chören, gut, ein Teil der Aufwendung wird über die Chöre ersetzt, aber wenn du das aus eigener Tasche bezahlen müsstest, ist das natürlich ganz viel Fahrerei und dann eine Ehrenamtskarte, wo du kostenlos in die Bücherei gehen kannst. Ja, die Ehrenamtskarte kann nur ein kleines Mosaiksteinchen sein. Bringt ja eigentlich wenig, nein. Lieber wäre ein Spritgutschein, ne? An der Stelle. Wir haben auch im Forum angesprochen und auch hier ein ganz wichtiges Thema. Wir sind hier im ländlichen Bereich, Landwirtschaft rundherum. Nichtsdestotrotz, das Wetter ändert sich, das Klima ändert sich. Der Einfluss einer Gemeinde im Bereich Klimaschutz ist relativ gering. Wir selbst können nur entsprechende Beratungsmöglichkeiten bieten. Ich habe das ja auch angesprochen. Wir müssen die Leute überzeugen, selbst was zu machen. Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel bei mir die Heizung umgestellt von Öl auf Komplettholz, Pellet und Scheitholz. Ja. Da müssen wir Beratungsangebote schaffen, dass die Leute wissen, was würde mich eine Umstellung kosten? Wie kann ich damit umgehen? Wo kriege ich Fördermittel her? Mhm. Die Gemeinde selbst, die kann kleine Impulse setzen, wenn sie ihre Gebäude ausstattet mit umweltfreundlichen Energiequellen, Photovoltaik, Solarthermie, aber wir müssen da die Leute mitnehmen auf die Reise. Es gibt Kommunen rundherum, Städte, Gemeinden, die machen einmal im Monat im Rathaus, in ihren Rathäusern, Verwaltungen, diese Energieberatung der Hessenagentur. Die kostet im Prinzip nichts, da kommen die entsprechenden Fachleute und Fachfrauen und erklären auch über die Fördermöglichkeiten und so weiter. Das wäre etwas, was Frankenau geht in die gleiche Richtung, auch dann anbieten würde unter einem Bürgermeister Bremmer. Das auf jeden Fall. Weil man braucht dann den eigenen Fachmann nicht zu haben, sondern die kommen gerne ins Haus. Da gibt es Möglichkeiten vom Land, vom Kreis. Auf der anderen Seite hat die Stadt Frankenau eigene Flächen. Und da wird ja immer wieder gefordert, Ökologie und ökologische Landwirtschaft und so weiter. Nun ist im Bereich Landwirtschaft selbst die Bundesrepublik Deutschland sehr begrenzt in ihren Möglichkeiten, weil da wird aus Brüssel der Takt vorgegeben. Für die Kommune ist es eigentlich auch schwierig. Man kann zwar Vorgaben machen an einen Pächter der städtischen Flächen, wie die zu bewirtschaften sind. Zum Teil werden sie ja auch von der Arche, vom Archehof bewirtschaftet. Das heißt, da stehen alte Haustierrassen raus drauf. Aber nur Blühflächen sind da auch nicht genug. Nein, da müssen alle Beteiligten an den Tisch, da müssen die Flächen bewirtschaften, an den Tisch. Da müssen Ideengeber rein, was für eine Bepflanzung, was gut ist, was Sinn macht. Und das muss man dann kombinieren. Und das setzt sich zusammen dann aus Teilnehmern, auch aus den städtischen Gremien. Und ich kann nicht irgendwas überstülpen, was dann nachher Widerstände erzeugt. Dann leidet das Schiffbruch. Ich selber war jetzt ja ein paar Mal in Richtung Archehof unterwegs und habe dann nicht den Schleif über die Hauptstraße genommen, sondern bin dann diesen Weidengrund hoch. Ja, Weidengrund hoch. Und da muss ich sagen, wenn ich Fremder wäre, wenn ich Tourist wäre, würde da laufen und gucke nach links, dann sehe ich eigentlich einen erbärmlichen Zustand. Ein Grillplatz, der nicht in Schuss ist, der da unten ist. Ein Minigolfplatz, der inzwischen so hoch ist, dass selbst ein Büffel drauf verschwinden würde.
Das Hauptgebäude bräuchte mal einen Eimer neue Farbe oder ähnliches. Nein, da muss man das optisch nicht ansehnlich, das ist ein bisschen abschreckend. Das ist immer der erste Eindruck, ja, ist ja entscheidend. Wenn genau. die Gäste kommen, sehen, dass da am ersten Eindruck denkt, ach du lieber Gott, was bin ich jetzt hier? Aber da gibt es ja einen Besitzer. Ja, eben. Und der ist, den gilt es anzusprechen, was ja. er damit vorhat. Vielleicht hat er Möglichkeiten, dass man sagt, okay, wir machen das Wirtschaftsgebäude, wir machen das platt und bauen da was anderes auf. Ja. Weil ich weiß nicht, ob wir das Gebäude noch retten können, ob das Sinn macht. Weil da war ja auch mal ein Schwimmbad drin, das ja, ewig das nicht ist, genutzt also ist. Das, also das instand zu setzen, ich glaube, das steht in keiner Relation zu den Kosten ja. und zum Nutzen. Aber das ist ja eigentlich schade. Das wäre ja nun so etwas, wo man im zunehmenden Tagestourismus, Wandertourismus, Radtourismus natürlich auch die Touristen mit beglücken könnte. Ja, habe ich auch beim Forum gesagt, ja. ich würde da einen Anlaufpunkt schaffen mit ja. Übernachtungsmöglichkeiten, Wanderübernachtungen, die dann als Raster ankommen können, übernachten, anderen Tag weitergehen im Nationalpark, ja. Einkehrmöglichkeiten, Kaffee trinken. Das wäre da unten eine sehr schöne Position ja. Am Rand vom Nationalpark gelegen. Also, beim Gespräch gestern ging es um Radwege in Frankenberg, da war auch die Ider Bergland-Touristik da. Die haben, da war ja dieses Radwandern über 150, 200, 400 Kilometer. Da war ein Thema natürlich der Gepäcktransport, weil wenn du 300, 400 Kilometer mit dem Rad fährst oder auf dem Fernwanderweg läufst, dann hast du keinen großen Koffer mit allen Möglichkeiten dabei. Der muss angegangen werden. Die andere Sache ist, wie du sagst, Übernachtungsmöglichkeiten. Du hast ins Gespräch gebracht, es gibt viele Bauernhöfe, die Möglichkeit haben, 3, 4 Wohnmobile zu stellen mit der entsprechenden Infrastruktur, das heißt eine Strombox, wo sie ihren Euro reinwerfen und ja. Ja, zum Beispiel, wir haben hier doch den Hof von Stelz. Ja. Der ist ein großer Hof, der ist aufgeräumt. Da ja. könnte ich problemlos 3, 4 Wohnmobile hinstellen, die Anschlüsse von der Scheune ziehen und könnte das verbinden. Gaster Stiel, da könnt ihr gut Abendessen und ihr seid zack ja. im kleinen Moment oben im Nationalpark. Ja. Zumal der Nationalpark vor 2 Jahren an den Parkplätzen überall Schilder aufgehängt hat, Übernachten verboten, aber nirgendwo geschrieben hat, der nächste. Ja, und dahin geht's. genau, also behördenmäßig. Ja. Aber eine andere Möglichkeit, weil das gerade mit den Bauernhöfen ist, ist natürlich, es gibt bei den alten Bauernhöfen auch noch alte Stallungen. Das sind die sogenannten Heuhotels für Wanderer. Also ich sag mal, die alte Schweinebucht, richtig schön sauber gemacht, neu gestrichen und Stroh rein. Da würde ich in Bottendorf gibt es ein Heuhotel, in Orke haben sie da eine Möglichkeit, dass du im Heu übernachten kannst. Da würde ich erst mal fragen, wie die angenommen werden. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich kenne die aus Schleswig-Holstein und weiß, dass sie in der Sommersaison ausgebucht sind. Und ja. es gibt auch eins am Edersee, das auch, weil die relativ günstig sind. Ne? Du bezahlst nicht viel, gibst deine Zigaretten und Feuerzeug ab ja. Und kriegst im Prinzip doch ein gutes Bauernfrühstück für ein paar Euro. Und kannst dann weiter wandern, hast eine Waschmöglichkeit und eine Toilette. Es ist also das müsste man mal abfragen, ob da ja, aber das, Interessenten bestehen, da sind, die das umsetzen wollen. Die das umsetzen genau. wollen. Also weil ich denke, der Aufwand, so etwas zu realisieren, ist für diejenigen, die das machen wollen, relativ gering. Ja, der Aufwand ist da drin, dass sie verfügbar sein müssen. Ja. Dass sie Leute begrüßen können und da. Ja, dass jemand da sein muss. Genau, also es muss ist nichts für einen Hof, wo die Leute um 7 an der Arbeit gehen und um 5 Uhr wiederkommen und dann eigentlich ihre Ruhe haben wollen oder vielleicht auch noch Nebenerwerbslandwirtschaft machen oder zur Chorprobe gehen, wo Touristen dann auch ein bisschen stören. Aber so solche Ideen würde auch ein Bürgermeister Horst Werner Bremmer immer in die Bevölkerung tragen und auch versuchen, hier Leute zu gewinnen, die sich zumindest offen für sowas zeigen. Ja. Ich meine, dass hier die Region offen ist für Feriengäste, das zeigt ja der hohe Anteil von Ferienwohnungen bei uns im ja, Bereich. Ja. Wir haben in Altenlothain viele Ferienwohnungen, in Frankenau sind viele Ferienwohnungen, die sind ja da. Und der Bedarf ist da. Das zeigt auch, dass die Leute das ja. gerne machen wollen. Ja. Und bei dem Forum gab es einen Punkt, da frage ich mich, ob du missverstanden worden bist oder ob du in deiner Spontanität etwas gesagt hast, was du nicht so gemeint hast. Es ging um die Dorfgemeinschaftshäuser. Und dann sagte ein Mitbewerber, er würde die Bürgerbefragung machen und so weiter. Dann hast du sehr spontan reagiert und gesagt,
Ich brauche keine Bürgerbefragung, wir brauchen keine Bürgerbefragung, die haben wir alle 5 Jahre. Das nennt sich Kommunalwahl. Ja, lass mich ausreden. Das nennt sich Kommunalwahl. Und dann ist das quasi unsere Bürgerbefragung. Da bist du missverstanden worden? Also ich bin nicht gegen Bürgerbefragungen. Nur in dem Zusammenhang kam es im Forum, dass zu jedem Punkt eine Bürgerbefragung gemacht werden muss. Und man muss schon die Wichtigkeit unterscheiden. Wo ist eine Bürgerbefragung sinnvoll? Ja. Wo ist es ganz wichtig, die Bürger mitzunehmen? Und welche Bereiche muss das von den Bürgern gewählte Parlament abdecken? Ja. Da muss man schon unterscheiden. Ich kann nicht zu jedem Punkt eine Bürgerbefragung initiieren. Ja. Da bist du missverstanden worden in dem Punkt. Ich dachte, das hätte ich auch so gesagt. Das kann ja sein, aber ich habe es auch anders verstanden. Gut, auf jeden Fall. Wenn ich als Demokrat Bürgerbefragung ablehnen würde, dann wärst du schlechter. Dann wäre ich falsch an einem falschen Ort. Ja, dann würde ich dich Wladimir nennen. Ja, aber das muss man mal deutlich machen, weil es einige andere auch so verstanden haben und auch so kommunizieren, dass das eben ein Missverständnis war. Und letztendlich ist ja eins, wenn eine Kommune ein Vorhaben hat oder ein Vorhaben nicht umsetzen will, gibt es ja die Möglichkeit, in Hessen zumindest bei den Kommunen, wenn 10% der Wahlberechtigten unterschreiben, ein Bürgerbegehren anzustreben. Ja. Und dann muss sich das Stadtparlament damit beschäftigen und das endet dann eventuell in einem Bürgerentscheid und dann hat der Bürger eben so entschieden. Ja. Also das ist Basisdemokratie. Und Bürgerbefragung. Ja, gut, das ist in Sachen Digitalisierung online natürlich eine einfache Geschichte. Ja, nein, vielleicht auf der Homepage zu machen. Ja, ersetzt aber nicht, was ich bei den Kommunalpolitikern oft vermisse, generell, ist, dass man, du siehst den Zuspruch bei den Stadtverordnetenversammlungen seit Jahren, da sitzen nicht viele Leute. Dass die Kommunalpolitiker in die Ortsteile gehen zu einer, ich sag jetzt mal, Bürgerstunde. Ja? Und einfach mal, was gibt's Neues, was haben wir vor? Ne? Warum meckert Ellershausen, wenn Allendorf was kriegt? Warum meckert Allendorf, wenn Altenlotheim was kriegt? Wir erklären euch das. Das ist eigentlich ja Bürgerfreundlichkeit in der Kommunalpolitik. Man kann dich persönlich, ob Stadtverordnetenvorsteher jetzt oder vielleicht später Bürgermeister, immer persönlich ansprechen, weil du bist hier nicht aus der Welt. Ich bin hier, mit mir kann man reden. Man kennt dich ja auch. Nach der Chorprobe, auf der Straße, auf dem Sportplatz. Überall trifft dich und dann wirst du angesprochen. Aber diese Dinge wären eigentlich, ich sag mal, würden der Öffentlichkeitsarbeit von ehrenamtlichen Kommunalpolitikern, das darf man ja nicht vergessen, außer dem Bürgermeister sitzen da alles Ehrenamtler, wäre das natürlich ein Punkt, wo du sagst, damit kann ich leben. Ich kann unsere Arbeit, weil das ist ja nun das Team, Bürgermeister, Magistrat, Stadtverordneten, mich einmal oder zweimal im Jahr in irgendeinem Dorf auch den Bürgern stellen. Das auf jeden Fall, aber unsere Vereine prägen unser öffentliches Leben. Ja. Das heißt, ich muss zu dem Verein gehen, wenn eine Versammlung ist, muss ich präsent sein, Jahreshauptversammlungen mitnehmen, Treffen mitnehmen. Wenn die einen Grillennachmittag machen, da geht man hin, spricht man mit Leuten. Wenn man eine Bürgersprechstunde aufsetzt, dann weiß ich nicht, wie die Resonanz sein wird. Man kann das probieren. Ich habe das bei Bürgermeister Brede erlebt, das hat sich nachher totgelaufen. Da gab's das ist eine Frage der Häufigkeit. Bürgersprechstunde vor den Versammlungen. Man muss auf die Leute zugehen, mit den Leuten gemeinsam sprechen. Ist schwierig. Ich kenne es von anderen Gemeinden, wo das auch angeboten wird und wo dann vielleicht ein oder zwei in den 2 Stunden dann beim Bürgermeister auf dem Schoß sitzen und ihre vermeintlichen Sorgen, Klagen, also oft geht es ja um persönliche Probleme, um Grundstücksangelegenheiten oder Beschwerden oder so. Aber ich sag mal, diese Angebote sind ja nun erstmal Angebote, mehr nicht. Ja, und dann muss man sehen, wie sie angenommen werden. Und die Türen, die müssen immer offen stehen. Wenn eine so kleine Gemeinde wie Frankenau, und sie ist ja nun wirklich nicht groß, Vorhaben hat, Bauvorhaben, wir reden über Edeka und andere Dinge, dann ist es Sache der Stadtverordneten, ein Baugebiet auszuweisen. Aber
Es ist nicht Sache der Stadtverordneten, die 27 Behörden und plus Verbände und was weiß ich vor vollendete Tatsachen zu stellen. Das geht nicht. Das ist etwas, was eine kleine Gemeinde personell und finanziell natürlich auch stark fordert, ne, in so eine kleine Verwaltung. Ja, da kommt das Thema interkommunale Zusammenarbeit. Ja. Wo kann ich mich mit anderen Gemeinden austauschen? Welche Aufgaben können wir teilen? Wie kann man das am besten umsetzen? Denn ich sag mal, ist ja nicht ganz einfach. Kommt die untere Naturschutzbehörde, obere Naturschutzbehörde, untere Wasserbehörde, obere Wasserbehörde, Verbände noch dazu und Brand und Gott weiß was. Das bindet schon Ressourcen in einer kleinen Verwaltung. Und ich sag mal, Frankenau kann sich ja nun personell nicht unendlich aufblähen, mal davon abgesehen, nein, dass sie die Leute nicht kriegen. Aber ich denke mal, ich bin stark vernetzt auch durch meine Aktivitäten im Kreistag. Ich kenne sehr viele Leute, ich kenne Carsten Kahlefer persönlich sehr gut, ich kenne Lothar Koch sehr gut, das sind Bürgermeister der Nachbargemeinden und da kann man sich sehr gut austauschen und Möglichkeiten ausnivellieren, die man zusammen umsetzen kann. Ich war heute bei einer Veranstaltung hier in Schmidt-Lothheim, also direkte Nachbarschaft, da gibt es einen Förderbescheid für die Gemeinde Vöhl, 34.000 Euro, übergeben von Frau Hinz. Einzig und allein, um eine Konzeption für die Trinkwassersicherheit in den nächsten Jahren festzustellen. Früher ein Wassermeister hat das alleine gemacht. Der hat sein Holzrohr irgendwo hingelegt und sagt, da bohren wir und dann gibt es einen Brunnen. Die Zeiten sind natürlich heute vorbei. Ne? Wir sind ja auf der Suche nach guten Möglichkeiten. Wir haben ja schon Brunnenbohrungen durchgeführt und die nächste steht jetzt an. Allendorf. Genau. Also das einfach mal hinhören und auch oder mit einer Wasserroute. Menschenroute, ja, das funktioniert nicht. Nichtsdestotrotz ist es Wasser ja ein spezielles Thema, auch bei uns in der Region, auch gerade in Frankenau-Altenlotheim, denn es gibt einen Verbund auch mit Frankenberg. Auf der anderen Seite werfen gierige Ballungsgebiete ihre langen Schatten auch in unsere. Inzwischen haben sie dann nach dem Vogelsberg auch Nordhessen als Wasserreservoir entdeckt. Und das darf natürlich nicht sein, ne? Dass wir das Wasser abgeben für die Ballungsgebiete und selbst dann vielleicht Einschränkungen haben. Also Verträge oder Partnerschaften müssen wohl überlegt sein. Das darf nicht zum Nachteil von uns gewähren. Naja, gut, aber ich sag mal, wenn Frankfurt Wasser abpumpt, dann irgendwo zieht es ja ab. Ne? Ja, aber sie müssen sich einmal hier abpumpen können. Ja, gut, aber es ist eine Frage der Zeit, ob die in 5 oder 10 Jahren auf einen zukommen. Ja, ich sage ja, und wenn die auf einen zukommen, muss man das genau austarieren, inwieweit man damit geht. Ja. Das ist jetzt genauso der erste Schritt in Ellershausen. Wir machen jetzt noch nicht den Lückenschluss zwischen Frankenau und Frankenberg. Wir bauen noch nicht die Leitung, wir starten erstmal mit der Brunnenbohrung. Ja, wie gesagt, in Allendorf ist ja diese, ich glaube, es nennt sich Wasserblase, Wasserlinse, die eigentlich sehr ergiebig ist, in einer guten Qualität. Und es kostet jetzt schon etwas Geld, das Wasser von Allendorf nach Altenlotheim zu bringen oder nach Ellershausen beziehungsweise auch nach Frankenau, denn es muss alles im Berg hoch. Gut. Und teurer ist es, wenn LKWs fahren müssten mit Wasserleitung. Das ist wohl wahr, wenn wir das Wasser vom LKW kaufen müssten. Wir würden auch viel mehr stinken, weil wir weniger duschen würden. Ja, weil Trinkwasser wäre zu kostbar. Gut, das ist ein Thema, es könnten Leute da schon, wo du es eben angesprochen hast, damit starten. Wenn ich dusche, wenn ich beim Einseifen, kann ich vielleicht das Wasser abstellen. Ja. Dann dusche ich mich ab. Ja. Da geht das schon los. Ja. Ob ich voll laufen lasse oder gut, mit den Ressourcen, die ich habe, Spaß im Umgehen. Ja, Wasser sparen ist die eine Geschichte, aber Grauwasser ist natürlich die andere Geschichte. Das heißt, die Kanäle brauchen einen gewissen Durchsatz. Die Kläranlagen brauchen einen gewissen Durchsatz, Einlauf, damit sie vernünftig funktionieren. Ja, das und ist so. Je mehr Wasser gespart wird, das ist sicherlich wichtig und richtig. Auf der anderen Seite kann es irgendwann für die Kommune ganz schön teuer werden, weil die Kanäle dicht sind. Ne? Also ist so eine kleine Lücke, siehst du auch so. Ich habe dir eben was gegeben, alles mit Maß. Ja. Mit Maß und Bedacht. 50 Zentimeter sind kein Maß. Das ist auch ein Maß. 50 Zentimeter ist auch ein halber Meter. Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, weil du bist ein bisschen begrenzt in der Zeit. Ja, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ist Endspurt für die Wahl. Ja, ist Endspurt für die Wahl. Nichtsdestotrotz ist noch für mich, vielleicht auch für viele Bürger, doch ein Thema,
wichtig. Wir hatten am Anfang gesagt, du trittst an, weil du gewinnen willst. Ich möchte Bürgermeister werden. Ja, ja, du willst die Wahl gewinnen. Das ist also das hehre Ziel. Kann aber sein, dass du nach 6 Jahren nicht mehr Bürgermeister wirst, weil vielleicht ein Gegenkandidat und Kandidatin oder was weiß ich sich geändert hat. Nun bist du in einem Alter, das durchaus zu den Leistungsträgern unserer Gesellschaft gehört, aber in 6 Jahren bist du 60, da stellt dich keiner mehr ein. Du kommst ja aus der Privatwirtschaft. Ja, ich gehe mal bei meinem Alter davon aus, dass ich bis knapp 70 arbeiten muss. Und dann gibt es bestimmt Möglichkeiten, auch wenn ich entsprechende Erfahrung habe, Beratertätigkeiten oder andere Tätigkeiten aufzunehmen. Also habe ich jetzt keine Angst. Da machst du dir keine Gedanken. Habe ich keine Angst vor, nein. Also wenn ich jetzt den Schritt nicht gehe und das ganze Leben besteht aus einem Risiko, ja. Wenn man keinen Mut zum Risiko hat, dann verharrt man immer an einer Stelle und kommt nicht weiter. Bürgermeister auf dem Dorf, im ländlichen Bereich, in der Kleinstadt, heißt ja, du hast es schon angesprochen, 90. Geburtstag, Feuerwehr, Grillen, nachts aber auch raus, wenn die Feuerwehr alarmiert wird. Der Bürgermeister ist ja der Oberste. Ja, 24 Stunden, 7 Tage. Ja. Heißt Ortsbegang, heißt abends Stadtparlament. Gut, man muss nicht bei jeder Sitzung dabei sein, aber bei manchen ist es doch ganz wichtig, zumal von der Konstellation her im Magistrat ja der Bürgermeister stimmberechtigt ist und es für die freien Bürger nicht so verkehrt wäre, wenn der Bürgermeister auch stimmt. Das wäre schon gut. ja, gut, das hast du jetzt gesagt. Wenn der Magistrat vernünftig arbeiten will, müssen alle Magistratsmitglieder, wenn es geht, immer das, da sein. Aber so ein Schritt, Bürgermeister auf dem Land in einer kleineren Kommune zu sein, geht eigentlich nur, wenn die Familie komplett dahinter steht. Das tun die. Und zwar uneingeschränkt. Uneingeschränkt. Ja. Nun ist deine Familie nicht sonderlich verwöhnt, was deine Anwesenheit betrifft, denn du warst ja vorher sehr aktiv, wirst in deinen Chorgeschichten, das heißt, da warst du auch viel unterwegs. Dazu kam das Kommunalparlament und so weiter. Denkst du, dass du als Bürgermeister dann doch etwas mehr vor Ort sein wirst, also in Frankenau und weil vielleicht einen Chor noch oder zwei leiten, aber alle geht nicht mehr wahrscheinlich. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich weiß nur, das halte ich so, Familie, Nummer eins, das muss passen, und dann kommt der Job, dann kommt die Arbeit. Ja. Und dann muss man sehen, was lässt die Arbeit an Möglichkeiten noch zu. Ja. Und wie das dann exakt aussieht, das wäre jetzt, wage das zu sagen. Exakt. Nun ist Freizeit oder deine Chor, dein ist natürlich auch ein bisschen Entspannung. Ne? Musik ist Ausgleich. Ist für jeder, dich der Musik macht, der weiß, dass Musik Entspannung ist. Ist für dich der Ausgleich, ist, ja. Entspannung, runterkommen, andere Gedanken. Genau. Aber ein Chor zu leiten, ist ja wie eine Stadtverwaltung, ne? Ein großer Kindergarten. Ne? Nein. Also Chor hat Ziele. Ja? Und die Chorsänger, die Chorsängerinnen wollen Ziele erreichen. Ja, okay. Und das Gleiche ist... Willst du auch in der Stadtverwaltung? Stadtverwaltung bei uns in der Firma, mit meiner Abteilung. Ja. Wir wollen Ziele erreichen und das kann man nur gemeinsam machen. Mhm. Und diesen Gedanken muss man auch gemeinsam als Team spielen. Ein Ziel, das man vielleicht auch noch ansprechen sollte, Digitalisierung in aller Munde. Ja. Und hupsa, nach 20 Jahren Diskussion über Digitalisierung hat man dann durch Corona entdeckt, haben wir gar nicht so richtig. Wer hat das nicht so richtig? Deutschland. Ja, das stimmt. Ja, die Firmen sind da deutlich weiter wie der Staat. Behörden, als die Behörden. Die Behörden hängen stark nach. Stark nach. Wenn ich das jetzt bei mir an der Arbeit sehe, wir haben vor 7 Jahren, haben wir in meiner Abteilung das papierlose Büro eingeführt. Ja. Die arbeiten papierlos. Ja. Die Sachen werden digital erfasst, die werden archiviert, die werden bearbeitet über den Rechner. Das läuft digital. Ja. Manche Dinge gehen halt nicht papierlos, weil Behörden immer noch einen Fax haben wollen und mit einer Originalunterschrift. Ob das so sinnig ist, das muss man mal... Gehen einfach nicht papierlos, auch bei Anträgen. Da ist natürlich bei der Verwaltung auch in vielen Bereichen noch deutlich Nachholbedarf. Ja, aber die Regeln legen wir doch selber fest. Ja. Wir können doch nur mal ein Beispiel. Wenn eine Anfrage oder ein Antrag von einer Fraktion kommt,
Muss der unbedingt ausgedruckt unterschrieben sein oder ist da eine E-Mail, die kommt und archiviert wird, verteilt wird, nicht genauso gut? Das sind so Kleinigkeiten, da geht es doch schon los. Also da sage ich mal, wie ich das handhabe. Ich kann jedes PDF unterschreiben. Ja, das mache ich auch. Ohne, dass ich es ausdrucke. Ja, ja. Nein, deswegen frage ich. Und wenn ich es möchte, sogar in Blau, in Rot oder Grün. Also wenn ich es dann losschicke als PDF, der Empfänger kann nicht unterscheiden, ist das nun ein eingescannter Originalbrief oder habe ich den... Ja, wenn es richtig groß zieht, eventuell kann... Dann kann er die Pixel sehen, ja, gut. Aber nein, muss man nicht machen. Nein, generell, wir müssen den digitalen Weg gemeinsam beschreiten. Der macht vieles leichter und ist auch viel kundenorientierter dann. Ich meine, es ist ja selbst in so einer kleinen Verwaltung wie Frank genau, dass man Papier durchs Haus trägt, von unten nach oben und einen weiter. Und ich kann doch die Zeit sparen für andere Sachen. Und das wäre auch etwas, was du versuchen würdest, so schnell wie möglich zu ändern. Auf jeden Fall. Zumal alle eine E-Mail haben und den Vorteil, dass... gut, es geht nichts über Kommunikation, das heißt, die Tasse Kaffee... Digitalisierung schließt Kommunikation nicht aus. Die Tasse Kaffee mit dem wichtig. Kollegen oder Kollegin ist natürlich ganz wichtig an der Stelle. Ja. Die muss ja nicht am Drucker stattfinden oder am Faxgerät. Nö, da kann es ja entsprechende Begegnungsräume geben. Ja, kenne ich schon aus den 80er Jahren von meinen, wo ich gearbeitet habe. Genau. Da wurden ganz bewusst, war eine amerikanisch geführte Firma, die Kaffeemaschinen in den Büros verboten. Nicht, weil man was gegen Kaffee hatte, sondern weil man die Leute zwingen wollte, aus dem Büro über den Gang zu gehen und da mit einer Kollegin oder Kollegen eines Bereichs zu sprechen, mit dem man eigentlich kaum Berührungen hat. Und endlich mal was über deren Arbeit zu erfahren oder die über unsere Arbeit. Ja. Das war also ganz wichtig. Und man hat festgestellt, solange das öffentlich ist, also man hat in den Büros mehr Zeit für Kaffeeklatsch und bei geschlossenen Türen und Kaffeekochen verschwendet als in der Öffentlichkeit. Nee, also ich möchte die eingefahrenen Pfade, die da sind, die möchte ich verlassen und mit neuen Ideen die Leute mitnehmen, die Mitarbeiter mitnehmen und dann wirklich mit Spaß an die Sache rangehen. 26. September, 18 Uhr schließen die Wahllokale, dann wird erst die Bundestagswahl ausgezählt, das ist vom Gesetz so vorgesehen, und dann wird in Frankenau die Bürgermeisterwahl ausgezählt, das heißt, ab 19 Uhr wird es spannend. Ja, es ist jetzt schon spannend. Ja, aber... Es ist jetzt eine spannende Zeit. Ja, ist das spannend? Weil, oder Im Moment ist spannend, ja. Es ist, zweifelt man manchmal so, ob man da also die 1 oder 2 Prozentpunkte mehr kriegt, die man wirklich braucht? Beim Fußball weiß ich, ich liege 2-0 hinten. Ja. In der jetzigen Phase kannst du nicht sagen, wie ist jetzt der Stand? Wie bin ich im Ranking? Ja. Sehen die Bürger mich vorne oder bin ich hinten? Das kannst du jetzt nicht... Nee, kann man nicht fassen. Und das ist zumal hier keine großen Wahlumfragen von Forsa und Mnet gemacht werden. Genau. Aber so, man hat ja selber so ein Gefühl, wo man gibt sein Bestes, sonst braucht man das nicht anzutreten. Man hat ja so ein Gefühl, dass man das, was man als Bürgermeister in einer Kommune erreichen will, umsetzen will, auch rübergebracht hat. Weil jetzt wird es ja eng. Ne? Ist vielleicht morgen nochmal und übermorgen, aber dann ist der Fackelzug gelaufen. Das stimmt, dann ist Sonntag. Ja, aber das, was man in der Zeit nicht mehr rübergebracht hat, bringt man wahrscheinlich auch nicht mehr rüber. Ne? Ja, wir haben ja relativ früh auch angefangen, die Informationen zu transportieren, die Ortsbegänge zu starten. Ich konnte ja dann auch das schön zusammenfassen und auch den Wählern die Ergebnisse davon schon präsentieren in entsprechenden Unterlagen und Broschüren. Und für mich sind Erfahrungen, letzte Woche ein Wahlstand, am eigenen Wahlstand auf dem Frankenauer Marktplatz. Ja. Das hätte ich mir vor Jahren nie träumen lassen. Da fehlt zum Beispiel eine E-Ladesäule für Fahrräder, wenn die blöden Mauern da weg sind. Ja, an dem Marktplatz, da kann man bestimmt einiges machen. Ja, mir selber ist natürlich hier ganz klar auch als lokaler Nachrichtenblock aufgefallen. Schon bei der Kommunalwahl waren die Freien Bürger sehr, digital sehr unterwegs, das heißt in den sozialen Medien, zumindest in Facebook, Instagram glaube ich auch, aber nicht so ganz stark. Und jetzt bei der Bürgermeisterwahl auch die Hilfstruppen aktiviert und regelmäßig sich in Erinnerung gebracht. Also ich sag mal so, wir haben den Generationsübergang bei den Freien Bürgern gut geschafft. Ja.
Wir haben gute, engagierte junge Leute dabei. Das macht richtig Spaß. Ja, naja, jetzt will ich dir mal eins sagen. Ich meine, meine Generation hat keine Angst vor Digitalen, denn wir haben die Rechner, Computer, Programme in Firmen, in Behörden und so weiter. Wir waren die ersten Nutzer. Ja, was glaubst du denn, wie viele ältere Leute das auch nutzen mittlerweile? Ja, klar, ganz viele. Ich zum Beispiel. Das sind viele Großeltern froh, dass sie über die Geräte mit ihren Enkeln Kontakt halten können. Also deswegen, man sollte da nicht so sehr sagen, ja, die ältere Generation kommt da nicht. Wir kommen sehr gut mit dem Zeug. Das habe ich auch gar nicht gesagt. Ich sage nur, wir haben einen Teamspirit aufgebaut. Wir haben einen Mix aus älteren und jungen Leuten bei den früheren Bürgern geschaffen. Aber das ist doch ein schönes Zeichen auf dem Dorf. Grundsätzlich immer noch, ich sage bewusst immer noch, wenn man auf den Oberbach geht, das ist also unser Sportplatz hier, oder Schieds an die Theke, wenn auf ist, da steht der 16-Jährige neben dem 60-Jährigen und die beiden können wunderbar miteinander kommunizieren. Das ist doch eigentlich ein Zeichen von Dorf, von sozialem. Ja, was glaubst du, wie schön das wäre, wenn wir mehr Generationenhäuser durchkriegen könnten? Das ist ja eins seiner Themen, dass du mehr Generationenhäuser, Seniorenresidenzen, wie auch immer, ist ja das auch eins seiner Themen. Nur man kann es ja nicht übers Knie brechen. Nein, aber und das muss durch die Leute entstehen. Genau. Aber ein Punkt dabei ist natürlich auch, so lange wie möglich selbstständiges Leben ermöglichen. Das hat auch was mit Respekt vor den Leuten zu tun, oder? Das habe ich selber bei meinen Eltern gemerkt. Das ist sehr viel, also es ist sehr wertig für die, ich sage jetzt mal die alten Leute, weil die fühlen sich in ihrer vertrauten Umgebung am wohlsten. Ja. Und das muss man ermöglichen, solange das geht. Und das heißt aber unter guten Bedingungen. Nicht, dass die Leute dann nur noch zu Hause sitzen, alleine und dann abgeschottet sind, sondern da muss man was finden, dass sie auch dann Kontakte immer noch weiter pflegen. Das war früher so, da kam der Bäcker zu meiner Mutter, hat da geklingelt, hat der Erwin geklingelt, hier Bertha, ich habe ein Brot für dich. Ja. Da war für mich, heute war der Bäcker da. Ja. Oder meine Mutter konnte nach Meiersch gehen, konnte sich mit den anderen älteren Frauen treffen, die konnten sich austauschen. So Begegnungsstätten müssen wir da auch schaffen. Ja. Nicht nur in der Verwaltung Begegnungsstätten für die Mitarbeiter, sondern im ganzen Ort. Nun, bei allem gab es ja auch, ich sage, die Seniorenclubs, hier der Hausfrauen vor allem mit seinen Treffs und so weiter. Nur kam das haben die da schwer gehabt in den letzten 18 Monaten. Kam Corona dazwischen. Ja. Und die saßen dann da. Kam Corona dazwischen, das ist nun mal leider so. Nichtsdestotrotz, das sind ganz wichtige Punkte. Es gibt in anderen Bereichen zum Beispiel diese Ideen, dass alleinstehende ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger Mittagessen im Kindergarten mitessen. Einmal freuen sich die Kinder, weil die alten Leute freuen sich, können also auch ein bisschen was von gestern, vorgestern und davor erzählen, haben eine warme Mahlzeit und sind eine Stunde unter Leuten. Ne? Also, und der Kindergarten profitiert insoweit davon. Erstens ergibt sich dann manchmal so diese Leih-Opa-Leih-Oma-Geschichte, da kann man auch mal hingehen. Und zweitens sind das zusätzliche Einnahmen über die Verpflegung, die ein bisschen auf die Butterseite fallen. Ne? Also diese Möglichkeiten im Bereich der Mehrgenerationen, die sind ja durchaus da und die kann man ja auch von der Kommune aus steuern, oder? Ob man das steuern kann, man muss es initiieren. Das meinte ich mit Steuern. Ne? Man muss es initiieren, man muss Leute dafür gewinnen, für die Idee und umsetzen. Also ich ziehe hier den Hut vor unserer heimischen Gastronomin, die Kerstin, die versorgt ältere Leute mit dem Mittagstisch. Ja. Und das macht die nicht des Geldes wegen, das macht die aus sozialer Fürsorge. Ja. Das finde ich ganz toll. Also wir reden von der Gaststätte Stiel und wenn sie auf hat, dürfen wir alle gerne hingehen, weil es ist eine urig gemütliche Kneipe. Ja, und das gilt, die Kneipe müssen wir uns und leider halten. Ist in den letzten anderthalb Jahren im Sommer der Biergarten ausgefallen, bedingt durch Corona. Also wirklich schade. Kindergarten, es gibt die sechste Gruppe, die Waldgruppe. Da gibt es Ideen von deiner Seite. Aber auch von einem Mitbewerber, der sagt, naja, wir können das Martin-Luther-Haus erstmal auch für Aktivitäten des Kindergartens nutzen. Ein anderer war Bedenkenträger, Haftpflicht und Versicherung. Letztendlich muss man das ja mit dem Jugendamt und den Fachbehörden auf den Preis abklären. Und wenn die das Go geben, ist das doch in Ordnung, oder? Das ist wirklich nur eine Lösung, um den Spitzenbedarf, den wir jetzt haben, abzudecken. Ja. Und langfristig ist das sicherlich keine Möglichkeit. Nein, aber wenn die Fachbehörden das Go geben und sagen, gut, es hält sich nichts lange wie ein Provisorium, alle, die gebaut haben, wissen das. Ja, aber
von den Kindergärtnerinnen, Kindergärtnern, wie die das einschätzen vom Pfarrer, ja, spricht da nichts dagegen. Das ist die Hürde vom Kreis und da muss man mit den entsprechenden Stellen im Kreis reden. Ja, ich sage, wenn die Fachbehörden... Die kennen wir ja auch und dann muss man halt auch vielleicht mit dem Landrat sprechen, was er uns für Möglichkeiten einräumen kann, denn... Ja. Gut. Engpass da ist, warte noch ein bisschen mit dem Landrat besprechen, weil das entscheidet sich auch am 26. Ich habe ja keinen mit Namen. Welchem Landrat ich ja man Namen spricht. Ich ja, ich sage ja nur, genannt. Warte noch, es entscheidet sich ja auch. Dasselbe. Davon ab, ich kenne beide. Ja, ich kenne beide. Alles gut. Ich gebe hier keine Wertung ab, weil hier geht es um die Bürgermeisterwahl und hier geht es um dich. Und hier geht es auch um deine Standpunkte, was erwartet Frank genau unter einem Bürgermeister Horst Werner Bremmer. Und das ist eigentlich wichtig zu wissen und nicht, was erwartet Frank genau unter einem Landrat X oder Y. Nein, das geht um die Sache hier vor Ort. Ganz genau. Da ist noch ein Punkt doch, der wir hatten schon über Bauplätze gesprochen. Unterhalb der Kellerwaldhalle sollte ausgewiesen werden, wurde richtigerweise abgelehnt. Sollte vermessen, neu vermessen werden, ja. Ein Punkt hat ja ein Mitbewerber in den Spiel gebracht, der sagt, naja, der Erste, der baut, der duldet noch was, der Zweite klagt gegen Veranstaltungen. Das ist heute in Deutschland leider so, da hat er nicht ganz Unrecht. Und ja, dann, wir haben doch selbst die Erfahrung gemacht in Feriendorf oben mit der Kellerwalduhr. Ja, genau. Das sind wir doch schon gebranntes so. Kind. Und das ist natürlich was, wo man sagt, eine Halle, die dann nur zum Kindergartenturnhalle wird oder vielleicht auch zum Sitzungssaal für die Stadtverordneten, die ist dann einfach zu teuer. Ne? Ich weiß, dass die Halle auch von Externen sehr stark genutzt wird. Und dann ja, aber gut. Es geht dann auch darum, dass man den Nutzungsaufstellung macht, wie stark wird sie genutzt und eventuell zu bewerben. Es gibt ja Möglichkeiten, wir konkurrieren mit einer Halle in Mengeringhausen. Ja. In Frankenberg ist im Moment keine Halle verfügbar außer der Kulturhalle. In der Berglandhalle wird umgebaut. Wir haben eine zentrale Lage im Kreis. Wunderbar. Stimmt. Von daher sind wir gut erreichbar. Ich kann mir auch vorstellen, dass die politischen Parteien im Kreis, dass sie sagen können, wir machen unser Treffen halt in Frankenberg. Genau, wir können da alle gut hinkommen. Gehen auch viele Veranstaltungen an der Kellerwaldhalle los. Nationalparkswanderung. Naturparkwanderungen und viele andere, die da treffen. Ich könnte mir auch vorstellen, eine Kreistagssitzung da zu machen. Ja, also ich könnte mir auch vorstellen, dass in dem Nebenraum eine Theke mit Kaffee regelmäßig ist. Oder wie gesagt, aber das seit ich hier in Altenlothain wohne oder Frankenau kenne, rede ich schon davon, dass mir da oben die Tasse Kaffee manchmal fehlt. Das ist halt so. Ich habe dir jetzt keine angeboten, das tut mir jetzt echt leid. Nein, jetzt ist auch nach vier kein Bier vor vier und das bezieht sich eigentlich nur aufs Alter vor vier. Ne? Horst Werner, war ein schönes Gespräch, war ein lockeres Gespräch, hat mir also deutlich besser gefallen wie das erste Gespräch, wo ich der Meinung war, es hätte dich nicht richtig dargestellt, so wie du bist. Aber man merkt natürlich auch mit fortschreitendem Wahlkampf die Erfahrung und dass du mit deinen Themen, bestimmten Themen auch gut ankommst und dabei doch etwas lockerer geworden bist als vor drei Wochen. Ist das so? Das ist jetzt immer ein subjektives Empfinden. Ja, natürlich ist das subjektiv. Lockerheit, also. Ja. Aber naja gut, wenn man am Anfang in so eine Sache hineingeht, ist ja dein erster Wahlkampf als Kandidat, nicht als mit einer Partei. Ja. Klar, du hast die Unterstützung der Freien Bürger, du hast die Unterstützung von vielen Freunden und Bekannten, aber es geht nicht um eine Partei oder Sitze im Kommunalparlament. Hier geht es einzig und allein um dich. Und da ist die Anspannung dann doch schon, kommt man mit den Themen richtig an, trifft man den richtigen Ton bei den Ortsbegängen und so weiter. Das ist klar. Man kriegt eine kleine Anspannung. Man kriegt auch Feedbacks, man kriegt Informationen. Das Ganze kann man dann entsprechend nutzen in anderen Gesprächen. Ja. Das ist, wie gesagt, wie am Anfang schon gesagt, eine interessante, spannende Zeit. Am 26. sehen wir uns in der Kellerwaldhalle, dann wissen wir mehr. Bis dahin noch 2 Tage erfolgreichen Wahlkampf. Jawohl. Und vielen Dank für das Gespräch. Immer wieder gerne. Danke, Olaf. Gerne.